Wie kommt eigentlich Kohlensäure ins Bier? Bleibt dran, ich erzähl's euch. Herzlich willkommen zum Knöllspielkanal. Es ist lange her, dass ich mal ein Erklärbär-Video gemacht habe. Heute ist mal wieder soweit. Es geht um Karbonisierung. Weshalb ich das jetzt mache, gerade jetzt mache, hat einen Grund. Ich habe vor einiger Zeit gebraut und habe am Ende zwei verschiedene Arten von dem gleichen Bier gehabt. Komme ich jetzt genauer zu. Wenn ein Bier gärt, dann hat man einen Bottich, der ist verschlossen, dass da kein Tierzeugs reinkommt. Und also im Heurohrbereich, es gibt auch offene Gärung bei großen Brauereien, aber das ist was anderes. Und dann ist ein Gärspund drauf. Dieser Gärspund lässt eben CO2, was bei der Gärung unter anderem entsteht, heraus, aber eben keine Viecher hinein. Und bei der Gärung entsteht unter anderem Alkohol und eben CO2 oder in gelöster Form dann Kohlensäure, ne? H2CO3. Und das Problem ist, dass bei der Gärung, bei der Hauptgärung, das CO2 so entweicht. Und wenn man das dann so abfüllen würde, hätte man ein schales Bier. Siehe mein Braufehl, das war dann im Prinzip so ein Bier. Da war das bisschen CO2, was da drin war, das war so wenig. Das war einfach das bei der Gärung gelöste CO2. Und das war nicht viel. Das ist eine Sache von Druckverhältnissen, von Temperaturen, wie sich CO2 eben löst in Flüssigkeiten. In diesem Fall im Bier. Das Ganze kann man auch bei Tauchen und so weiter, also im Körper, bestimmen mit Partialdrücken und so weiter. Es ist komplex. Offenbar der einfache Teil war, dass CO2 entweicht alles. So, wie kriege ich jetzt dann CO2 hinein? Nun, da gibt es zwei Möglichkeiten. Die erste und im Heubraubereich vielleicht etwas häufigere ist, man nimmt die Flasche und füllt in jede Flasche eine gewisse vorher berechnete Menge an Zucker. Ich benutze Traubenzucker, nicht hier den Zucker, wie er hier steht, ein. Oder ich mache es genau, ich bestimme vorher, wie viele Flaschen bekomme ich. Nehme die Menge an Zucker, löse sie mit abgekochtem Wasser auf, fülle darauf das gesamte Jungbier, wenn es ausgegoren ist, und dann kommt es in die Flaschen rein. Wichtig ist, also ich sage es die zweite Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist, ich nehme keinen Zucker, sondern nehme Speise. Was ist Speise? Speise ist, ich entnehme eine vorher bestimmte Menge von der Würze, nachdem ich im Brautag fertig bin, bevor die Hefe drauf kommt, nehme ich einen gewissen Teil, bewahre ihn auf, steril und sauber. Dann kommt die Hauptgärung und dann fülle ich wieder Speise hinzu, wo ja wieder Zucker drin sind, die wieder vergoren werden können, und fülle es dann in die Flaschen, sodass dann in den Flaschen sowohl beim Zucker als auch bei der Speise nochmal CO2 und Alkohol entsteht. Da die Flasche dann aber zu ist, bleibt dann durch den Druck das CO2 in der Flasche, in dem Bier. Problem ist, wenn man jetzt zu viel Speise nimmt oder zu viel Zucker nimmt, beziehungsweise noch besser, noch wichtiger, wenn das Bier noch vorher nicht ganz ausgegoren war, kann es sein, dass zu viel CO2 entsteht und das Ganze so viel Druck entsteht, dass die Flasche birst. Und dann platzt sie, wenn man Pech hat, hat man sie gerade in der Hand und verletzt sich. Flaschenbomben, sagen wir dazu. Das muss also vorher sein, dass das Bier komplett ausgegoren ist und dann kommt es in die Flaschen mit Zucker oder Speise. Deckel drauf, stehen lassen nochmal, ich lasse so 10 Tage bei Raumtemperatur stehen oder bei 18 Grad stehen, dann geht es nochmal nach, dann kommt es zur Reifung in den Kühlschrank und dann kann man es trinken. So, das ist mit diesem Bier geschehen. Das ist jetzt mittlerweile lange nachgegoren und nachgereift, sodass es jetzt auch gut trinkbar ist. Die zweite Möglichkeit ist, und das ist das gleiche Bier, dass man nicht eine Nachgärung in der Flasche macht, sondern dass man die Flasche, das Bier, anstatt in Flaschen abzufüllen, erstmal in ein solches Keg-Fass füllt. Und das ist ein Beispiel, gibt es auch in anderen Formen. Das kommt hier rein. Dann kommt ein Deckel drauf, der ist dicht. Und dann kommt Druck drauf mit Kohlendioxid, CO2. Dann lässt man es bei im kalten Kühlschrank am besten stehen. Dann löst sich mit der Zeit durch den Druck, den man aufbaut, eine bestimmte Menge an Druck, stellt man ein an so einem Manometer.
Und dann löst sich das CO2 in dem Bier. Je kälter, desto besser löst sich das. Und nach einer gewissen Zeit, auch so 5, 6, 7 Tage, ist es gelöst und dann ist der Druck, also ist das CO2 da drin. Dann kann man das wieder umfüllen in Flaschen. Das macht man dann aber mit einem Gegendruckabfüller. Das heißt, bevor ich aus dem mit einem speziellen System das Bier herauszapfe in die Flasche, muss ich die Flasche mit Kohlendioxid vorspannen. Das heißt, ich mache einen gewissen Druck drauf auf die Flasche. Dann kommt so ein Dorn in die Flasche, der ist dicht mit einem Korken. Drehe meinen CO2 auf, flut das mit CO2, lasse es wieder ein bisschen ab, dass auch nur CO2 drin ist und kein Sauerstoff, der mir das Bier kaputt machen könnte. Und fülle dann langsam das Bier hinein. Dann kommt das Ding ab, Deckel drauf, fertig. Das Ganze am besten unter kalten Temperaturen, sodass es nicht den Druck direkt verliert. Und so ist dieses Bier entstanden. Das heißt, ich habe zusammen das gleiche Bier. Es handelt sich hierbei um einen Münchner Dunkel. Einmal mit Flaschennachgärung, einmal mit Zwangskarbonisierung, sagt man dazu. Das heißt, in dem Keg wurde es zwangskarbonisiert mit CO2 und dann unter Gegendruckabfüllung in die Flasche gefüllt. So. Das Münchner Dunkel, kurz nebenbei, war ein Probesud für den Hobbybrauerwettbewerb von Meisel & Friends dieses Jahr. Und das Bier ist mir nicht so ganz so gelungen, wie ich es gehofft hatte. Deswegen werde ich es jetzt nicht einreichen zum Hobbybrauerwettbewerb. Also auch nicht nachbrauen und so einreichen. Das ist jetzt zu spät geworden. Und entsprechend, dieses Jahr mache ich halt einmal nicht mit. Nächstes Jahr vielleicht wieder. Aber zum Trinken, man kann es durchaus trinken. Nur ich glaube nicht, dass es auch nur irgendeine Chance hätte, gegen irgendein anderes Bier da anzutreten. Was ich jetzt spannend finde, ist, die beiden mal gegeneinander zu verköstigen. Denn das Bier ist ja im Prinzip, also das zwangskarbonisierte ist as is. Das heißt, das ist so, wie es aus der Gärung kam. Entschuldigung. Wie es aus der Gärung kam. Und es ist nur Kohlendioxid hineingedrückt worden. So einfach ausgedrückt. Das hier hat aber Zucker ja nochmal nachgegoren und sollte dann ein bisschen stärker sein. Man sagt so ungefähr 0,5 Volumenprozent Alkohol, nochmal mehr. Naja, und da nochmal nachgegoren ist, könnte es auch noch andere Aromen haben. Es gibt Leute, die sagen, dass dieses Nachgegorene immer irgendwo schlechter ist, schlechter schmeckt als das zwangskarbonisierte. Ich glaube, man hört sowas, dass das so eher ein bisschen Muff hat. Und so. Bisher habe ich immer nur so gebraut, sprich mit Nachgärung. Noch nie mit zwangskarbonisieren. Denn das Keg habe ich erst seit meinem Geburtstag letztes Jahr. Durfte ich mir zu meinem Geburtstag aussuchen. Und ja, das ist nicht ganz billig mit so einem Equipment, deswegen habe ich das ein bisschen mit gehadert, ob ich es machen sollte, aber jetzt habe ich es und jetzt wird natürlich Bier so hergestellt. Oder meistens. Bei Weizenbieren ist die Flaschengärung so üblich, dass ich das Ding weitermache. Und jetzt würde ich sagen, es ist an der Zeit. Von dem hatte ich schon welche probiert. Klar, ich wollte ja wissen, ob das was ist für den Heubräu-Wettbewerb. Ist meiner Meinung nach ist es das nicht. Machen wir erstmal das nachgegorene Bier auf. Es macht Zisch, das heißt, es ist auch was drin an Kohlendioxid. Einmal ins Glas. Ja, ordentlich. Ordentlich Karbonisierung. Ordentlicher beiger Schaum, sehr fein. Es hat eine rötlich-braune Farbe, das Bier. Ja, so. Und das andere macht genauso Zisch. Und auch das kommt ins Glas. Die Farbe ist gleich. Karbonisierung etwas schwächer. Gut, so ist es halt. Dann riechen wir mal. Schöne Malzigkeit. Ja, anders als Münchner Dunkel normalerweise sein soll, war die Maßgabe hier, dass die etwas stärker gehopft werden sollten. Ja, und da habe ich irgendwie, keine Ahnung, kein gutes Händchen für gehabt. Die Hopfung merkt man kaum. Ich habe ein bisschen so eine Mandarinennote, was passt, weil es Mandarine Bavaria war. Der Hopfen. Aber gut, das ist das nachgegorene. Ja, und hier habe ich was. Mehrmalzigkeit. Und was ich jetzt hier drin habe, und das wundert mich gerade so ein bisschen, ist das, was ich, deshalb ich denke, dass das Bier vielleicht auch nicht eingereicht gehört, denn ich habe hier eine gewisse Buttrigkeit, die nicht dazugehört. Ich habe jetzt vergessen,
welche Stoff es nochmal ist, der Buttrigkeit macht, ist ein Fehlaroma und gehört nicht ins Bier, mit Ausnahmen. Ein böhmisches Pilz, da gehört es zum Beispiel rein. Hier nicht. Hier habe ich ein bisschen Butternote, die mir nicht so gefällt. Und die habe ich hier komischerweise nicht. Nun kann es sein, dass die Nachgärung dazu gesorgt hat, dass die Hefen diesen Stoff, dessen Name nicht einfällt, durch die Nachgärung noch abbauen konnten und hier, weil sie eben nicht mehr arbeiten konnten, weil sie alles weggefuttert hatten, das nicht abgebaut haben. Das würde natürlich heißen, dass in diesem Fall die Nachgärung das bessere Verfahren gewesen wäre. Übrigens, klar sind sie beide relativ, also leicht trüb, aber nur leicht trüb. Probier erstmal das Nachvergorene. Prost. Als Ketchen sagen, das habe ich noch nicht probiert gehabt. Das schon. Das hat eine höhere Spritzigkeit als das. Also sollte das das bessere Bier sein, dann muss ich irgendwas überlegen, wie ich es demnächst mache mit dem Keck. Jetzt das hier, Prost. Ja, hier habe ich ein bisschen von dieser Buttrigkeit. Ich finde das trotzdem lecker, ich finde das schmeckt. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob diese buttrige Note nicht ein Fehlaroma ist in diesem Fall. Oder ob ich das falsch beschreibe, das Buttrige. Ob es einfach ein ganz anderes malziges Aroma ist. Andere würden es vielleicht als malzig, als Karamell bezeichnen und würden dann sagen, es ist vollkommen in Ordnung, dass es so schmeckt, weil es nun mal ein, ja, Münchner Dunkel ist, in dem dunkle Malze sind, die nun mal so karamellartige Noten haben können. Also von der Nase her riecht das sehr wenig. Und das hat diese, ja, Karamell, oder ist es Butter? Ich weiß nicht. Ich habe hier eine stärkere Bittere auch. Das heißt, die Hopfen kommen hier ein bisschen besser raus als in dem hier. Ja, interessant. Ich glaube tatsächlich, bei dem war die Flaschennachgärung, davon habe ich nur zwei Flaschen, besser als die Zwangskarbonisierung. Gut, ich glaube nicht, dass es auf Dauer immer so ist. Ich glaube, dass ich vielleicht irgendwo einen kleinen Fehler gemacht habe bei dem in dem Keck karbonisierten und gereiften, was ich hierbei nicht gemacht habe. Vielleicht ist es wirklich diese Tatsache, dass durch die Nachreifung in der Flasche diese Butteraromen nochmal abgebaut werden konnten. Man kann das verhindern, indem man, oder versuchen zu verhindern, dass dieser Stoff entsteht, dass man am Ende der Gärung bei untergärigen Bieren, das ist ja ein untergäriges Bier, nochmal die Temperatur erhöht. Habe ich eigentlich gemacht, nur vielleicht nicht genug und nicht vielleicht lange genug. Okay, solltet ihr dazu was wissen, kann das in die Kommentare schreiben. Ich hoffe, es hat für euch ein bisschen, ja, war interessant für euch. Und lasst mir gerne ein Abo da. Und dann bis bald und Prost.